das Erlaubnis von der Frau nehmen, zum Beispiel, wenn man eine andere Frau heiratet, zum Beispiel? Oder ist das in Sunna so oder wie läuft das? In Sunna von Deutschland oder in der Sunna richtige? In der neuen Sunna von Deutschland? Sunna von Bayern. Wallah, in Sunna von Bayern. Wallah, Bayern ist gefährlich. Besonders in der Hauptstadt leben. Besonders in der Hauptstadt von Bayern. Ja, auf jeden Fall. Der wurde. Das ist sein Thema heute, Heirat. Ich bleibe fern. Grundsätzlich bedarf es keine Erlaubnis. Vorausgesetzt, der Mann ist gerecht und ist in der Lage, eine mehrjährige Ehe zu finden. Die Rechtsgelehrten raten aber, dass man seine Frau auf Bescheid sagt. Jazakallah khair. Und nicht wie beispielsweise, was ich heute veranstaltet habe, in meinem Vortrag, dass gewisse Leute machen so etwas in eine geheime Aktion und sie heiraten. Das unterstelle ich ihnen, weil ihre Tat so ist. Ich unterstelle ihnen, dass sie tatsächlich nur heiraten, um sich scheiden zu lassen. Das heißt also, mit den Frauen zu spielen, wie sie wollen. Und das ist so einiges aufgeflogen, was in der letzten Zeit tatsächlich, in den letzten Jahren über. Und das ist eine Machenschaft, dass man eigentlich nicht darüber ruhig bleiben darf. Sondern tatsächlich auch die Muslime davor waren und die Schwestern auch besonders davor waren. Vielleicht durch ihre Gutgläubigkeit vertrauen sie zu viel. Und lieber etwas Skepsis. Also grundsätzlich bedarf es nicht, wenn der Mann in der Lage ist, die Rechtsgelehrten raten aber, der Prophet hat immer Bescheid gesagt, hat sogar Aisha geschickt, um zu gucken, für ihn zu schauen. Und daher ist es also, ein Muslim hat keinen Grund, etwas zu verstecken oder etwas zu verheimlichen. Ja? Wer so etwas macht, der spielt mit dem Feuer und Mauer.